Tag, Nico Wagner, mein Name. Spreche ich mit dem Herrn Hamza Al-Radarouifi, bin ich da richtig? Ja, richtig. Was gibt's denn? Und zwar, ich kann gerade sehen, dass Sie sich, ja, vor ein paar Minuten haben Sie sich für den Onlinehandel angemeldet. Sie haben da Ja, Interesse gezeigt. genau. Genau, also meine Aufgabe wäre es Ihnen, das alles zu erklären, wie das alles funktioniert und auch ein Konto zu aktivieren, damit Sie mit der ganzen Sache auch starten können, okay? Oh, das ist doch klasse, super. Ich habe das nämlich irgendwie nicht verstanden, was ich jetzt machen soll. Alles gut. Also, sagen Sie mir bitte voraus erst einmal, damit wir erstmal überhaupt in die ganze Sache reinkommen. Also, haben Sie Aha. damit Erfahrung oder ist es das erste Mal, dass Sie sowas machen? Ich habe das jetzt einfach ausprobiert. Keine Ahnung. Okay, kein Problem. Also, Sie brauchen da jetzt hier nicht sehr viel Erfahrung, ja, weil es ist alles vollautomatisch, ja. Sie müssen da jetzt nicht jeden Tag irgendwas verfolgen, gucken, irgendwas machen. Nein, es ist alles automatisch. Und Aha. plus noch dazu bekommen Sie von uns einen Finanzberater kostenlos, der euch dann bei der ganzen Sache auch ein bisschen, ja, also der wird dann für Sie arbeiten sozusagen. Der Haken liegt daran, warum Sie kostenlos einen Finanzberater bekommen. Also der Haken liegt daran, wenn Sie dann so weit sind, dass Sie dann Ihre Gewinne auszahlen, nimmt das Unternehmen eine ganz kleine Provision von Ihnen, 3 bis 6%. Das heißt, das Unternehmen verdient Geld durch Sie, während Sie auch Geld verdienen. Also Ah, wenn Sie mich okay. verstehen, Ja, doch, Gentleman das Agreement habe Basis. ich Also eine kapiert. Hand wäscht die andere. Das wäre auch meine Frage gewesen, warum das kostenlos ist, aber dann ist das schon beantwortet. Das heißt, wenn nur damit ich es richtig verstehe, ich zahle da, investiere da Kohle, der Typ macht da mehr Geld raus und dafür kriegt die Firma Provision. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Die Ist doch Firma klasse. nimmt es und wenn Sie dann soweit sind, sagen wir mal, ich will Ihnen jetzt keinen genauen Zeitpunkt nennen, aber so in Aha. 2, 3 Wochen können Sie da schon Ihre potenzielle Gewinne sehen. Wenn Sie dann soweit sind, dass Sie sagen, ah, ich möchte das jetzt auszahlen, nimmt das Unternehmen, wie gesagt, 3 bis 6%. Das hängt dann von Ihren Gewinnen ab, wie viel Sie gemacht haben. In 2 Wochen, so schnell geht das. 2, 3 Wochen, genau. Das hängt dann zum Beispiel von den Trade ein, in was Sie investiert haben. Zum Beispiel Öl, Gas oder in Kryptos und so weiter. Wow. Das wird dann der Finanzberater, wird dann für Sie einen Finanzplan aufbauen und der wird Ihnen dann ganz genau sagen, wo der richtige Zeitpunkt ist zum Investieren. Also ich hätte jetzt ja eher so mit halbem Jahr oder so gerechnet, oder? Das ist doch gut. Das ist super. Nein, das wird sich dann für uns nicht lohnen. Ja. Na Von gut. diesen 260 € müssen Sie ja jetzt sofort nicht die ganze Summe nehmen, sondern Sie nehmen nur 10 € und setzen das in Öl rein. Ja, dann warten Sie ein paar Tagen, ja, eine Woche oder 2, dann können Sie da schon daraus 20 €, 30 € erwarten. Das wird, Das wie ist gesagt, Öl. der Ich hab Finanzberater dann. gedacht, das ist so diese Krypto-Geschichte, aber es ist mit Öl, ja? Nee, ich habe Ihnen jetzt nur ein Beispiel genannt, aber Ach Sie können auch in so. Krypto investieren, das ist kein Problem. Ach so, okay. Also kann man sich das aussuchen, das ist ja toll. Genau, das kann man sich aussuchen oder der Finanzberater wird Ihnen dann sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass Sie in Krypto investieren. Da ist jetzt zum Beispiel Krypto gewachsen, dann setzen wir halt in Krypto. Hauptsache Geld. Also es ist jetzt egal, wo Sie investieren werdet. Das Allerwichtigste ist ja das Geld. Okay, das heißt, ich muss jetzt gar nicht irgendwie wie gucken, was ist so los auf der Welt, das macht der alles für mich? Genau, er macht das alles für Sie. Geil. Okay, gut. Ich muss Sie erst einmal nur ganz kurz dann qualifizieren, damit wir dann noch weitermachen können. Sagen Sie Aha. mir bitte nur, ich nehme mal an, Sie sind auf jeden Fall über 18. Also wie alt sind Sie? Ich bin 29. Schon ein bisschen länger über 18. Also 25, sagen Sie, ja? 28, nicht Ah, 25. 28, okay. Und sagen Sie mir bitte, sind Sie noch arbeitstätig? Ja, klar. Was machen Sie beruflich? Ich bin bei Schmuckladen. Beim Schmuckladen. Ja. Okay. Kleinen Moment. In der Zwischenzeit können Sie schon mal einmal auf Ihre E-Mail-Adresse gehen, da werden Sie nämlich was bekommen haben. Dann gucke ich doch gerade mal. Gehen Sie mal, also stellen Sie mich bitte einmal auf dem Lautsprecher und dann gehen Sie bitte gleichzeitig auf Ihre E-Mail. Da werden Sie gleich was von mir bekommen. Oh, ich habe so viele E-Mail-Adressen. Welche habe ich genommen zur Anmeldung? Sag mir mal bitte. Taube88@aol.com. Klasse, warten. Mach das eben mal auf. Newsletter vom Elbenwald, Kinderschützen. Das ist aber nicht von dir, ne? Deine Wunschbrille. Nein. Kurzen Moment. Ach, ist noch gar nicht Ich muss das draußen. erstmal nur Sorry. ganz kurz. Nein.
Bin ich zu schnell, tut mir leid. Ich sehe hier, Herr Hamza, ich sehe hier die E-Mail-Adresse, die stimmt nicht, ja? Was heißt die, die stimmt nicht? Taube wie der Vogel und 88 wie das Jahr. Mhm. Das haben Sie eine andere E-Mail-Adresse? Ja, klar, warte. Geh mal kurz bei Google rein. Und dann können wir auch... Hallo? Hey, Kollege, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Da war Knacken in der Leitung. Ja, kann ich an... Nein, ich bin immer noch da. Ach so. Kann ich, Andreas, soll ich buchstabieren? Ja, bitte. A-U? A-U. Zweimal F, wie Frank? Ja. A-N-G? A-M-G. A-N-G, genau. Also nicht wie das Auto AMG, ja, sondern ANG. Und dann Lager, wie da, wo man Sachen reinpackt. Ja. Und dann 2023@gmail.com. Gehen AOL-E-Mail-Adressen bei euch nicht, oder was? Also bei mir steht hier, dass die E-Mail-Adresse nicht existiert. Kleinen Moment. Soll ich von meiner Adresse einmal eine E-Mail schreiben? Sagen Sie mir mal, bitte nochmal, also out AMG Lager. Nein, auf 2023. Fang, also ich merke schon wieder, buchstabieren ist schwierig. Auffanglager. Auffangen auf. Und Lager. Warte mal, gib mir mal deine Adresse, ist glaube ich einfacher. Nee, jetzt bin ich völlig durcheinander. Also, ich buchstabiere nochmal. Entschuldigung. A wie Anton, ja? Ja. Weiter. U wie Uhu. Dann zweimal F wie Fisch. U wie Uwe, ja. Ja. A wie Auto. N ja. wie Nordpol. G wie Granate. N wie Nordpol. G wie Granate, ja. Ja, Leguan. Auto. Auffanglager. Auffanglager, ja. 2023. Dann versuchen wir das mal da. Und wo ist eure Firma, sag mir? Das Unternehmen befindet sich in Berlin. Das ist also wir sind zuständig für Österreich, Schweiz und Deutschland. Ach so, das ist ja cool. In Berlin so, bin ich hab's geschickt, dann schauen Sie mal bitte einmal nach. Ja, warte, ich gucke. Nico Wagner? Genau, das bin ich. Sauber. In Berlin Perfekt. Bin ich aufgewachsen. So, wo seid ihr denn, sag mal? Bitte? Ich bin in Berlin aufgewachsen. Wo sitzt ihr? Hallo, hören Sie mich? Hallo. Hallo. Ja. Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Was, ja. was meinten Sie, Entschuldigung? Ich habe gesagt, bin ich bei Berlin aufgewachsen. Wo ist eure Firma? Ich kenne mich gut aus. Charlottenburg. Charlottenburg. Bonzen-Gegend. Genau. Hast du nicht besser gemeint. Kreuzberg City, verdammt. Ja, das ist ungefähr gegenüber von Mercedes. Gegenüber von Mercedes habe ich mich nie abgegeben. So, Educationly IO. Education Only, genau. Drücken Sie mal bitte einmal auf den Link und dann sagen Sie mir dann ganz genau, was Sie dann da sehen. Was ist denn IO für eine Endung, für ein Land? Was ist das? Das Unternehmen heißt so. Na, aber dieses .de ist ja Deutschland, aber was ist .io? Ich kenne das gar nicht. Wie gesagt, das hat nicht mit keinem Land zu tun, sondern das Unternehmen IO heißt von selber aus so. Education Only. Ja. Ah, okay. Haben Sie auf den Link geklickt? Und ja, was sehen Sie da jetzt? Da ist so ein Allmann mit Laptop. Oder soll das ein Computer sein? Ich weiß es nicht. Was sehen Sie jetzt? Ich habe doch gesagt, da ist so ein Allmann, der lächelt, der hat einen Laptop dabei. Ein Allmann? Ja. Okay. Scrollen Sie mal bitte etwas nach unten, da sollten Sie dann drei verschiedene Preise sehen. Einmal 260, 530 und 1040. Ah, da bin ich jetzt schon zu weit. Anleitung, FX-Test und Trading-Strategien kommt hier unter dem Typen. Nein, noch weiter unten?
Warte. Ah, okay, da habe ich es gefunden. Grundlagenkurs, strategischer Kurs. Ich dachte, das macht einer für mich. Sie kaufen den Kurs und der ganze Kurs geht dann direkt auf das Handelskonto. Sie müssen ja schon was kaufen, weil von nichts kommt auch nichts, verstehen Sie? Ja, das ist klar. Ich schätze, Sie müssen ganz klein starten, damit Sie das in der ganze Sache Vertrauen bekommen, ja? Was? Damit Sie das Ganze austesten. Also wenn wir bei den 260 irgendwie bei 30 die Woche, dann nehme ich gleich hier, ich nehme die Mitte, würde ich sagen. 1000 ist mir ein bisschen zu viel, aber 200 ist ja auch wenig. Okay. Das bringt ja nichts. Okay, das ist wie gesagt Ihnen überlassen, mit wie viel Sie da starten möchten. Na wenn klar. Sie sagen mit 500, dann nehmen wir halt die 500. Gut. Das denn, wenn dann mir das Sie gut gefällt, bei... kann ich dann immer noch mehr machen? Geht das noch, wenn ich jetzt mich für 2 entscheide? Also Sie unterschreiben bei uns keinen Vertrag. Ja, Sie sind nicht verpflichtet, mehr einzuzahlen. Wenn Sie sagen, das gefällt mir, das ist was für mich, dann ja. Können Sie dann selber entscheiden, ob Sie investieren. Wenn Sie sagen, das ist nichts für mich, dann hören Sie halt mit der ganzen Sache auf. Wie gesagt, ja, Sie, ja. Sie unterschreiben bei uns keinen Vertrag. Das habe ich verstanden. Aber die Frage war, wenn ich das gut finde, wenn das gut funktioniert, dann kann ich auch noch mehr einbezahlen, oder? Zu Investment machen? Ja, eben. Gut, das ja, wollte ich doch nur wissen. Machen. Klasse, geil. Gut, ja, dann fangen wir doch damit an. Dann was muss Sie ich machen? Unten wählen Sie da, also möchten Sie mit 530 Euro starten, ja? Ja, können wir machen. Alles klar, dann drücken Sie mal bitte unten bei Kurs kaufen. Dann werden Sie weitergeleitet zu einem Formular. Aha. Ja, da sehen Sie da jetzt Vorname, Nachname, Land, Straße und so weiter. Ja. Ja, später, wenn Sie Ihre Auszahlung fordern, muss das ja logischerweise auf Ihren Namen laufen. Klar. Sagen Sie mir bitte, wie heißen Sie denn? Weißt du, wie ich heiße? Hamsan Al-Rakwafi ist mein Name. Steht doch bei der Seite drauf. Also das ist Ihr... Okay, aber das ist auch Ihr echter Name, ja? Was soll denn diese Frage? Natürlich ist das mein Name. Deswegen, also ich arbeite nach Regeln, verstehen Sie mich nicht falsch, weil nicht, dass da irgendwelche Komplikationen dann entstehen bei der Auszahlung, so wie auch bei der Einzahlung. Wieso welche Komplikationen denn? Schauen Sie, also wenn Sie bei der Bank gehen, ja, und dort ein Konto eröffnen, die fragen ja auch nach Ihrem Ausweis, oder nicht? Ja, klar. Das ist jetzt im Endeffekt das Gleiche. Das also brauchst so, wie du... Jetzt würden Sie jetzt zu Ihrer Bank gehen brauchst und dort ein ganz normales Konto eröffnen. Das werden Sie dann später für den Finanzplan auch, für den Finanzberater auch gebrauchen. Was denn? Ja, wir brauchen dann später von Ihnen wieder Ausweis, Reisepass oder Führerschein, eins von diesen drei, damit wir Ihr Konto auch verifizieren. Ach so, ja, das ist kein Problem. Da bin ich ganz... Ist kein Problem für Sie dann, ja? Da okay. Sind Sie ganz offen, sagen Sie, ja? Ja klar, warum auch nicht? Bin ja alles kein Gangster. Klar, gut. Die also, Zeiten sind lang vorbei. Ja, ja. Mhm, genau. So, dann drücken Sie mal, wie gesagt, füllen Sie das bitte alles auf und dann sagen Sie mir dann, wenn Sie dann fertig sind, ich warte an der Leitung. Aha. Ich tippe das jetzt neben mal hier rein. Da steht unter Straße, steht Wohnung, Zimmer, Suite. Soll ich da jetzt das Stockwerk das noch reinschreiben? Sie, das können oder? Sie. Dann nein, das können Sie ruhig leer lassen oder einfach nur ABC eingeben. Aber alles andere bitte alles aufhören. Aha. Muss bei Ort, Stadt. Postleitzahl ist das nächste. Jetzt hätte ich es fast falsch gemacht. Mhm. Alles gute Musik bei euch. Bitte? Ich sag, ist gute Musik bei euch. Ja, man muss halt immer gute Laune bewahren bei den ganzen Kunden. Wieso sind die Leute so schlimm? Naja, was heißt schlimm? Das klang gerade so. Ich persönlich habe selber. Naja, nein, um Gottes Willen, aber ich persönlich habe ungefähr am Tag so 60 Kunden, mit denen ich auch reden muss. 60? Das ist ein bisschen viel, oder? Wie lange müsst ihr arbeiten? Ja, ich habe von 9 bis 17 Uhr. Und wie lange Pause? Eine Stunde. Eine Stunde? Genau. Warte mal eben. So, kurz so sagen Sie mir bitte, wie weit sind Sie gekommen? Das heißt, du hast im Schnitt 8,5 Minuten Zeit für einen Kunden, wenn du 60 Leute am Tag. Ich habe das gerade mal gerechnet. Weil das kam mir alles ein bisschen komisch vor. Das ist Stress, oder? Sie sind aber schnell, ja? Ja klar, du, ich verkaufe Goldschmuck, Alter. Ich muss im Kopf rechnen können. Hahaha. Aha. Sie sind immer alles schnell, ja, nehme ich mal an. Im Verkaufen und alles. Ja, da bin ich schnell, weißt du, wenn die Leute reinkommen, das muss zack, zack gehen, weil dann wartet ja schon der Nächste. Mhm. Und du arbeitest in einem Schmuckladen, ja? Ja, klar.
Von meinem Onkel. Okay. So ein paar Jahre, wenn Perfekt. Ich Glück habe, geht er in Rente, kann ich das übernehmen. Aber ja, muss ich nur ein bisschen lernen. Die wollen immer alle zu ihm, aber so langsam schaffe ich das. Sag, ah, der ist gerade beten oder irgendwas. Und dann, aber egal. Das läuft, das läuft. Passiert. Was Hauptsache, passiert? Der Geschäft läuft. Ja klar, der läuft richtig gut. Also hier in Emskirchen, da sind so viele Touristen, die wollen dann alle zur Schanze und dann kann man denen so richtig schön hier so... Sind sie aus Gelsenkirchen, ja? Nee, Emskirchen. Ah, Emskirchen, okay. Ja, so goldenen Oger oder sowas, die Leute drehen voller, weißt du, so kleine Figuren. Kann man machen aus Bronze, aus Aluminium oder wenn du so einen richtig reichen Hater hast, nehmen die den auch mal aus Gold mit. Aber ist gutes Geschäft. Ist bei München da, kennst du? Bei Bayern unten? Bayern kenne ich. Ja, war ich schon ein paar Mal. Landkreis Mittelfranken, vielleicht schon mal gehört. Aber ist ja auch egal. Kenne ich ungefähr. Ja? Okay. Ich habe das jetzt alles mal reingeschrieben, aber da steht immer nur irgendwas mit Mastercard. Sowas habe ich gar nicht. Okay. Du hast wahrscheinlich Online-Banking. Du musst ja auch irgendwie die Zahlung bestätigen. Ja, logisch, klar. Aber hier steht auch nur irgendwas, nur Klarna und Visa-Karte. Ja, hast du eine Kreditkarte, Visa, Master oder Online-Banking? Was bevorzugst du da? Ja, Online-Banking, aber das steht hier nicht dabei. Okay, nur ganz langsam. Nicht hektisch sein, nicht heftig dabei. So, unter der blau geschriebenen Schrift, ja, da solltest du sehen, Gesamtsumme hast du 530 Euro ausgewählt wahrscheinlich. Ja, klar, richtig, genau. So, jetzt lesen wir mal bitte die Option unten, die du da hast. Also das Ding ist jetzt oben bei Visa Mastercard, dann gibt es AstroPay, was auch immer das ist. Dann kommt nochmal Visa Master, Rechnung aufteilen, sofort bezahlen von Klarna. Dann da bleiben wir stehen. Alternative Payments und dann dreimal, ihr habt hier dreimal Visa Mastercard drin. Was ist da los? Nein. Oh. Wählen Sie da bitte einmal sofort die Überweisung. Dann kommt unten wieder drei Optionen. Das ist aber mit Klarna, Alter. Klarna sind voll die Schweine, Mann. Habt ihr nichts normale Sie, Kontonummer? Also, das ist die weltweit sicherste Zahlungsmethode, ja? Also nein, jeder nutzt das. Ich weiß nicht, was die damit für Erfahrungen gemacht haben. Klarna ist ganz schlimme Kundeservice, Alter. Die haben mir scheiß Inkasso geschickt, weil haben die gesagt, sie haben mir eine Rechnung geschickt, aber ich habe das nie bekommen. Also ich würde lieber ein normales Überweisung machen, nicht mit Klarna. Herr Hamza, schauen Sie, wir müssen das fertigstellen. Ich muss dann auch weiter, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass wir Sie kennengelernt haben, aber wir müssen die Einzahlung machen. Sagen Sie mir bitte, können wir das jetzt durchführen oder machen Sie Späße mit mir von Anfang an? Klar, gib mir die Kontonummer, dann mache ich weiter. Ja, wähle da bitte einmal sofort die Überweisung. Oh, das grenzt ja schon an Nötigung, Alter. Nee, das ist keine Nötigung. Ich weiß ganz genau, was du vorhast. Was habe ich vor? Wir beiden wissen das ganz genau. Biden? Der Typ von Amerika? Was? Also jetzt verstehe ich langsam gar nichts mehr. Nee, nicht der Typ von Amerika, Herr Hamza. Ich meinte beide. Jetzt nochmal von vorne. Ja, nochmal von vorne. Ja, was ist denn? Ja, wie, was ist denn? Du hast doch gerade gesagt, du weißt, was ich machen will. Dann sag mir doch mal, was ich als nächstes mache. Hallo? Ja, hallo. Gib mir mal deinen Chef, das ist mir zu komisch mit dir. Ist mir zu komisch mit mir, ja? Ja, du redest so komisch die ganze Zeit mit mir. Das ist nicht gut. Ich rede ganz normal mit Ihnen, nur Sie machen Späße mit mir. Was heißt hier machen Späße? Ich sage, Klarna ist scheiße und du sagst, ich mach Späße. Was ist das Spaß? Okay, dann sagen wir mal bitte, von wo kommt Klarna? Wer hat das hergestellt? Klarna ist irgendwie Schweden oder sowas, glaube ich. Ich müsste jetzt nachgucken. Ich weiß nur, dass ich auf die keinen Bock mehr habe. Sie sind schon schlau. Und Sie arbeiten in einem Schmuckladen, sind 28 Jahre jung, ja, und Sie haben keine Kreditkarte. Und? Ist in Deutschland nicht üblich, oder alles was? Okay. Nein, alles gut. Ich meine, ich habe ja auch keine Kreditkarte. Wo du Kaugummi mit Kreditkarte bezahlst, oder was? Ja, verstehe ich Sie vollkommen. Sagen Sie mir mal bitte, was kostet denn so ein Gramm Gold? Wissen Sie das? Ne, wir gehen ja nicht nach Gramm, das geht ja bei uns nach Verarbeitungsgrad. Willst du einen Ring, willst du eine Kette, willst du ein altes Ring von dir vergolden lassen oder was willst du machen? Aber ich meine so als, jetzt mal nebenbei, weil ich merke, Sie sind ein schlauer Mensch.
Ich frage, tut mir leid, dass ich so neugierig bin, aber Sie wissen nicht, wie viel so der Gramm Ne, Goldkoks das ist kostet, ja. Entschuldigung. Goldpreis ist ja immer tagesaktuell, schwankt momentan zwischen 50 und 65 Euro. Ich habe heute noch nicht Aha, geguckt, muss ich haben Sie ehrlich das sagen. gegoogelt? Haben Sie nicht geguckt? Ne, heute noch nicht. Ich kann es jetzt nicht auf den Cent sagen. Ich habe heute frei. Sie haben heute frei. Ja, klar. Heute ist Donnerstag, ja, und Sie haben heute frei, ja? Ja. Jedes Wochenende arbeiten, Touristenregion hier, dann hast du in der Woche frei. Am Aha, Wochenende kommen die aha, ganzen Pilger hier hoch. aha. Aha, Aha. aha, aha. Verstehe Aha. ich. Ja. Interessant. Ja, ich überlege jetzt auch, in einem Schmuckladen anzufangen. Ja, was Nimmt hast ihr da du denn? Leute bei euch an? Momentan nicht, da sind ja nur zu zweit hier. Ich bin gerade Sie sind dabei, nur zu zweit. Ah, mach ich schade. Ausbilderschein und dann kannst du Ausbildung machen. Aber ich glaube, du bist ein bisschen zu alt für, oder? Nö, ich bin nicht alt. Wir sind ungefähr im gleichen Alter. Ja, aber komm, bist du mit Mitte 20, kannst du nicht deine Ausbildung machen. Ah. Weil ist ja dann Okay. Ausbildung, musst du es ja schon gelernt haben. Mit Schade, ich muss dann wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten, ne? Worauf denn? Na, Sie meinten doch, ich kann nicht mit, muss ja schon 25, über 25 Jahre haben, damit ich eine Ausbildung starten kann, oder wie? Nein, Wenn ich dich richtig verstanden das habe habe. ich nicht gesagt. Ich sage, mit Mitte 20 macht man doch nicht ein neues Ausbildung. Da hat man doch seines Beruf. Aha, Als Lehrling okay. verdienst du doch nichts. Also das ist aber nichts, Bitte? nichts. Weißt du, Callcenter kannst du Quereinsteiger machen, aber bei Goldhandel, du musst ja schon so ein bisschen Chemie, Metallurgie, den ganzen Kram, das musst du ja, das kann man nicht einfach mal so nebenbei lernen. Da musst du richtig ausbilden machen. Wieso denn Callcenter jetzt? Verstehe ich nicht. Was hat jetzt Callcenter mit Schmuckladen zu tun? Und na, zu Das Vergleich, weißt verstehe du, ich nicht. Callcenter kannst du jeden hinsetzen, aber so Handwerk, das musst du ja lernen. Ja, aber Verstehst du? Callcenter, das ist was vollkommen was anderes. Ja, Das, was deswegen ich sage mache, ich ist das auch ja. vollkommen was anderes. Ja, aber so viele Leute, wie da hinten schreien, das hört sich schon so an wie so ein Callcenter aus einem Hollywood-Film, wo dann die ganzen Inder da sitzen. Wirklich? Ja, also ich höre hinten mindestens vier andere Leute noch. Und die sind alle mega laut Vier noch. andere Leute. Ja, eine Frau und zwei Typen habe ich Wirklich? gehört. Frauen und zwei Typen hast du gehört. Eine Frau und mindestens zwei Typen. Wenn du Aha. mal kurz leise bist, kann ich wahrscheinlich noch mehr erzählen, aber jetzt gib mir endlich die Kontonummer, dass wir das fertig machen können. Nee, also tut mir leid, dass ich jetzt mit Ihnen so viel geredet habe, weil ich merke, Sie sind wirklich intelligent. Also das habe ich jetzt Ja, du, ich stehe nicht auf wirklich Männer. Gib also mir jetzt Hut einfach die ab. Kontonummer, dann können wir weitermachen. Sie stehen nicht auf Männer? Nein, überhaupt nicht. Ah, das finde ich schade ein bisschen, ja. Tut mir leid, ich habe schon gemerkt, in welche Richtung das geht, aber da bist du falsch bei mir. Also der Name Hamza wirklich klingt auch wirklich sehr. Also es ist ein schöner Name. Woher kommt denn der Name? Syrien. Aus Syrien. Ja. Wirklich schöner Name. Dankeschön, Okay. Dankeschön. Wie ist denn dein Alles richtiger Name? okay. Weil man hört ja so von Akzent, dass du kein Nico Wagner bist. Woher kommst du? Mein Name ist Nico Wagner. Ja, das kannst du mir nicht. Ja gut, erzählen kannst du es mir, aber ich glaube es nicht. Das ist jedem seins überlassen. Das ist dein Ja? Stage Name, das ist Doch. ganz klar. Ihr müsst das ja machen, um euch vor allem zu schützen und so. Aber mich würde schon interessieren, mit wem ich wirklich spreche. Nico Wagner ist mein Name, wie gesagt. Was wollen Sie denn Ja. noch von mir hören? Ne, Mein Geburtsdatum? ja, das ist ja wahrscheinlich auch ausgedacht. Der richtige Name hätte mich noch interessiert. Mit Geburtsdatum kann ich nichts anfangen. Nico Wagner, soll ich Ihnen meinen Ausweis vielleicht schicken? Ja, bitte. Machst du zwar sowieso nicht, aber dann kannst du mir mit dem Bild vom Ausweis auch gleich die Kontonummer schicken, damit ich nicht wieder hier Alles Ärger mit klar. Klarna habe. Nee, wieso denn Ärger mit Klarna? Okay, wir haben jetzt wieder zu viel hier gesprochen. Ich muss Wir dann haben auch zu viel weiter. So, gesprochen. sagen wir mal bitte, was sehen Sie denn jetzt auf Ihrem Bildschirm? Ich sehe jetzt auf meinem Bildschirm immer noch dieses Ding mit dreimal Visa Mastercard und sofort bezahlen. Okay. Wählen Sie da bitte einmal auf sofort bezahlen, dann kommt unten drei Optionen, ja? Last Lastschrift, Schrift Sofortüberweisung. und schon wieder Kreditkarte. Ihr habt viermal Kreditkarte in der Auswahl. Genau, wir haben auch fünfmal Kreditkarte. So, da wählen Sie einmal bitte Sofortüberweisung, ja? Ja, klar. So, Ich dann bin dran. scrollen Sie bitte etwas nach unten. Da sollten Sie dann sehen, I confirm that I am 18 plus. Also damit bestätigen Sie, dass Sie über 18 sind, falls Sie kein Englisch verstehen. You can continue in English if you prefer, mate. Ah, of course. I adapt to you. Sorry? I adapt to you. Mhm.
What did I say? Alles klar, ich habe wirklich keine Zeit für Späße. So, hey, was heißt dann hier Sie mal Zeit für bitte, Späße? Wenn Du Sie dann... sagst mir so durch die Blume, ich bin zu dumm zum Englisch sprechen. Dann sage ich einen Satz, der nicht jeden Tag irgendwo bei WhatsApp steht und du bist überfordert, Alter. Fängst an, mich zu beleidigen, forderst mich heraus. Und wenn du die Antwort kriegst, dann sagst du, wir müssen weitermachen. Also bei aller Liebe, ich habe Sie nicht beleidigt. Das ist echt nicht cool, Mann. Bitte? Ich sag, das ist nicht cool, Mann. So, dann machen wir dann bitte weiter, ja? Ja, ich habe schon drauf Klicken Sie gedrückt, mal bitte auf wie geht's jetzt weiter? So, und was sehen Sie da jetzt? Es lädt noch. Es lädt noch. Gut, dann warten wir kurz. Was ist das für Musik im Hintergrund, Alter? Ist türkische Basar oder was? Nein, wir sind kein türkischer Basar. Hört sich aber so an, auch von den Stimmen im Hintergrund. Ist Aisha heute da? Kann ich mit ihr sprechen? Und dann legt er auf. Oh, was für ein Mistvogel.